Da stehen sie allesamt in Reih und Glied und aus Lehm und Ton, unsere Terrakotta-Armee und unsere Krieger, Hunderte, wenn nicht gar Tausende sind es, die dort südöstlich von Moskau stehen und darauf warten, von uns als Weltwunder bezeichnet zu werden. Es ist ein Weltwunder, definitiv. Nicht nur, dass wir ein solches errichtet haben, einen solch prachtvollen, beeindruckenden Bau, mit dem wir die ganze Welt beeindrucken, es ist zweifelsohne auch ein Wunder, dass uns das gelingt, oder? Bei dem schwierigen Start, bei dem Krieg, bei den Kriegen, die wir entfesselt haben gegen alle anderen Gegner hier, dass wir dann noch die Muße finden und die Ressourcen, um jetzt schon das zweite Weltwunder zu errichten, das kommt mir tatsächlich wie ein Wunder vor. Als solches wird es sicher auch an den feindlichen Fürstenhöfen bestaunt werden, dass uns diese Leistung gelungen ist. Die Terrakotta-Armee. Viele, viele Beförderungen dadurch möglich. Viele automatische Gratis-Beförderungen. Und wir haben natürlich auch dafür, lassen uns gerne feiern, weitere Zeitalterpunkte bekommen. Oder wie der kultivierte und zivilisierte Ziver zu sagen pflegt, weitere Zeitarbeiterpunkte. Wie viele fehlen uns noch zum Heldenzeitalter, in das wir vom dunklen Zeitalter aus starten? Antwort 0. Ganz im Gegensatz. Wir prassen geradezu in unseren Punkten. Wiederholt Fragen unter euch, liebe Zuschauer, in den Kommentarspalten. Ist es tatsächlich so, dass wir diese Punkte verschleudern? Ja, die werden uns nicht angerechnet. Es ist nicht so, dass das dann nach dem nächsten Zeitalter wechselt, dass das bedeutet, die überzähligen Punkte, dass man die irgendwie mitnehmen kann. Leider, leider nicht der Fall. Wir haben 11 Punkte mehr, als wir brauchen. Und wann beginnt das nächste Zeitalter? Wir wissen es nicht genau. Wir müssen ein bisschen darauf schielen auch, weil ich ganz gerne irgendwann noch bei den Regierungsformen eine der Karten hier genutzt hätte. Eine der Dark Age Karten, und zwar diese hier, die Inquisition. Denn wir wollen ja noch eine Inquisition starten mit der letzten Ladung des einzigen Apostels, der im Augenblick mit uns in der Weltgeschichte herumläuft. Warum ich ohnehin jetzt gerade hier bin, einfach aus dem simplen Grund, weil wir außerdem noch eine kulturelle Errungenschaft abgeschlossen haben. Und da müssen wir jetzt auch gleich tätig werden. Wir hatten uns die Gilden hier geholt, damit auch einen weiteren Gouverneurstitel bekommen. Wir wechseln jetzt zur Reformkirche. Nicht unbedingt deshalb, weil ich die Theokratie statt der Handelsrepublik als Regierungsform hätte. Ich will es nicht ausschließen, aber was mir wichtiger erscheint, ich hätte gerne irgendwann diese Karte zur Verfügung. Religionskriege plus 4 Kampfstärke, wenn eine unserer Kampfeinheiten gegen eine Zivilisation kämpft, die einer anderen Religion angehört. Und da wir nur mit Zivilisationen zu tun haben, die anderen Religionen angehören, hätten all unsere Kampfeinheiten immer plus 4 Kampfstärke. Das wäre schon heftig. Das wäre echt gut, echt cool. Dauert nur 7 Runden. Den Bonus haben wir zwar nicht dafür, aber das ist halt hier eine niederpreisige kulturelle Errungenschaft. Danach geht es dann Richtung zu Bauwesen oder Nationalismus, vielleicht eher Richtung Nationalismus. Denn das bietet uns diese Karte hier. Einheiten haben 50% weniger Kampfstärke-Reduktion, wenn sie verletzt sind. Und das sind zugleich auch die kulturellen Errungenschaften, die mit Gouverneurstiteln verbunden sind. Aber der Reihe nach erstmal die Reformkirche. Dann haben wir einige Schüsschen durchzuführen. Hier beispielsweise in Amsterdam, feuerfrei auf dieser Karavelle hier. In der Nähe haben wir einen Siedler, der eigentlich auf der britischen Insel sich niederlassen wollte. Das ist ein bisschen schwierig hier. Da kommen wir leider nicht rüber und wir haben auch keine Militäreinheit gerade, die ihn bewachen und beschirmen könnte. Wir können noch mehr schießen. Hier in Pokrovka können wir einen Schuss von Pokrovka hier drauf machen. Dann ist er vermutlich mausetot, mutmaße ich mal. Das machen wir aber nicht. Stattdessen schauen wir, dass wir noch ein paar Pünktchen generieren. Zum Beispiel mit dem Kollegen hier. Oh, der kann sich noch eine Beförderung... Alle können sich Beförderung holen. Im Moment ne, eher nicht. Der Doppelschütze. Dann wollen wir mit ihm hier den Fernangriff durchführen. Alle anderen können sich befördern. Er kann nicht. Warum? Hat er denn schon alles geschafft? Nein. Er ist auf Stufe... Ach so, er hat schon das Maximum erreicht anscheinend. Nein, das Maximum erreicht hat er hier mit der Stufe 7. Warum können wir ihn nicht befördern? Er hat alle Punkte für eine Beförderung erfüllt. Das verstehe ich gerade nicht. Wir fahren mit ihm mal hier drauf. Der ist hier mausetot. Okay. Dann können wir
noch die anderen. Können wir noch irgendwo ein Schüsschen machen? Nein. Dann wollen wir hier mit dem Doppelschützen können wir auch, mit dem können wir sicher nicht mehr feuern, der hat ja schon alles, was man so braucht. Wir wollen runter marschieren gen Süden, Richtung Bakhtiari. Dafür marschieren wir, der kann sich eine Beförderung holen und heilen. Wir gehen einmal hier rüber, befördern ihn und heilen ihn. Geben ihm eine bessere Defensive mit der Reaktivpanzerung. Der kann hier direkt killen. Nicht ganz, er kann ihn schwächen. Das lassen wir aber auch sein. Wir holen uns erst die diversen Beförderungen hier. Ein zusätzlicher Angriff pro Runde. Das ist schon sehr, sehr mächtig. Mit dem hier. Ziehen wir hier an den Rand. Ziehen eins vor. Holen uns die Beförderung. Ein zusätzlicher Angriff. Auch er jetzt ein Doppelschütze. Klasse. Den hier hinten, den können wir vorziehen. Den ziehen wir erstmal nur hier hin. Wir lassen die Feinde hier unten kommen. Hatte ich den gerade vergessen zu befördern? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ihn können wir befördern. Kontrollzone ausüben ist immer gut. Kampfstärke beim Besetzen eines Bezirks als Defensiv. Einheit durchaus, dann kann er auch hier zum besseren Angreifer werden. Wir nehmen das hier. Und ja, sehr schön. Weitere Beförderungen, die möglich sind. Sieht nicht danach aus. Hier wurde geplündert, da können wir im Augenblick nichts dran ändern. Wir bekommen noch einmal Zeitalterpunkte, auf die wir auch gerne hätten verzichten können. Hier brauchen wir mehr Wohnraum in Pasyrik. Das ist mir vollkommen schnuppe. Wir können weitere Handelswege erstellen und unterhalten, weil wir in Alexandria den Leuchtturm abgeschlossen haben für unseren Hafen. Da wollen wir hier gleich an Ort und Stelle auch einen Händler einsetzen. Dann haben wir hier die Stadtmauern fertig in Pokrovka. Und ja, Einheiten bauen würde durchaus Sinn machen hier. Nein, hier nicht. Doch, ja, haben wir das Lager hier? Ne, das Lager ist hier in Moskau. Wir wollen erstmal hier oben reparieren, was reparierbar ist. Die Wassermühle beispielsweise. Welches Feld von den Nachbarfeldern gehört uns? Das hier gehört uns beispielsweise. Wir wollen mal die Wassermühle reparieren. In Moskau die Terrakotta-Armee bekanntlich beendet. Und dann haben wir die Wahl der Qual, ob wir hier eine Einheit bauen oder ob wir hier die Waffenkammer errichten. Noch mehr Produktion, das wäre nochmal 10% mehr. Wir haben hier 20,4. Zwei kämen da drauf und plus 25 Kampferfahrung ist gut, aber ich will tatsächlich hier erstmal noch ein paar weitere Einheiten raushauen. Ein Pikenier. Warum ein Pikenier? Wir werden erstmal den Speerkämpfer hier befördern. Wir haben noch bei der Regierung die Nachlasskarte. 50% auf alle Einheitenverbesserungen. Wir verzichten auf die Beförderung. Statt das nur die holen wir später, verbessern ihn erstmal. Und gehen jetzt hier rein in die Regierungsformen. Nehmen die Nachlasskarte hier raus. Nehmen ebenfalls die Karte Landvermessung raus, mit der wir Geländefelder preiswerter gekauft hatten. Ihr erinnert euch, damit hatten wir in Großbritannien das Barbarencamp kaputt gemacht quasi, indem wir uns das Gelände darunter gekauft hatten. Wir nehmen als neue Wirtschaftskarte, bringt nicht viel, aber es ist besser als gar nichts. Die plus 2 Gold durch alle Handelswege bringt sofort plus 4 mehr.
Außerdem, oben links kann man es ganz schwach sehen, wenn wir haben wir 5 Händler-Slots, 3 Händler sind im Augenblick in Produktion. Das wird also bis zu maximal dann 10 Gold, 5x2 bringen und das ist dann schon relevant. Und in der Joker-Karte hier unten könnten wir entweder einziehen, weil wir keinen Siedler im Augenblick bauen, die heimischen, den Isolationismus, dann würden wir für unsere Siedler +2 Nahrung, +2 Produktion bekommen. Das ist schon verführerisch, aber wir wollen weiterhin in der Offensive bleiben. Und ich hole mir den Feudalvertrag, sodass wir in der einen Stadt dort schneller einen Pikinier produzieren können. Das ist hier der Fall in 6 Runden. Dann schon. Auch die Händlerkarte hätte Sinn gemacht, hätte man auch begründen können. Immerhin sind die nächsten Händler hier in einer Runde einer fertig und hier in 3 und hier oben in 7. Aber vielleicht wird das eher was für den Regierungswechsel danach dann. Und ja, so sieht's aus. Alles klar. Dann wollen wir hier noch. Handelsweg ist klar. Wir könnten einen Missionar kaufen mit 153,9. Aber das machen wir nicht. Nein, wir sparen ja noch für einen Inquisitor demnächst. Wir haben hier unseren Apostel. Der hat noch 4 Ladungen. Wir ziehen direkt vor Alex gerade hin. Können wir eigentlich vom Wasser aus auch? Mal schauen, ob das geht. Aber vom Wasser aus Region verbreiten können? Ich denke ja. Dauert zwar eine Weile, aber jetzt haben wir den Keim gelegt, einen Inquisitor gleich hingelegt und hingeschickt und die Karte ist mit ein bisschen Glück bald schon dann auch durch den Druck von der Seite mehrheitlich mullistisch. Wir haben einen Technikbonus geholt, das wissen wir schon. Und das ist interessant, Sloka wird unabhängig in 9 Runden. Passyrik könnte unabhängig werden in 6 Runden. Hier wird fleißig rebelliert. Und jetzt machen wir mal Folgendes bei den Gouverneuren. Wir haben hier einen weiteren Gouverneurstitel gerade bekommen. Ich werde Passyrik seinem Schicksal überlassen. Wenn die Stadt rebelliert hat, in 6 Runden können wir sie leicht zurückerobern. Wir haben hier direkt davor ein Lager, das kann darauf feuern. Wir haben hier eine Stadt, die wir haben hier viele Einheiten im Augenblick, auch wenn wir gen Süden ziehen, gen Bakhtiari. Das sollte nicht so schwer sein. Wir können vielleicht sogar hier den Doppelschützen hier reinsetzen, um die Stadt schnell zurückzuerobern, was auch immer. Wenn wir die erobert haben, sind wir nicht mehr so unter Zeitdruck, so Locker und Kostromskaja Platz zu machen, die letzten verbleibenden Städte von Tumyris und ihren Skythen. Denn wenn wir eine freie Stadt erobern, dann ist sie danach nicht mehr, gilt nicht mehr als skythisch besetzt und wir hätten die volle Produktion in Passyrik. Ich lasse es mal drauf ankommen. Deshalb wollen wir uns jetzt zwar auch einen bei den Gouverneuren, den wie geplant Moksha holen, den Kardinal, den ernennen wir jetzt mal. Wir setzen ihn, aber wir machen ein bisschen, wir schieben die Einheiten hin und her. Wir nehmen hier den Magnus und Magnus wird, das ist der, der als Bodenbrecher mehr Holzerträge gibt, mehr Rodungserträge, den schicken wir nach Alexgrad. Pardon? Genau, nach Alexgrad. Hier schielen wir immer noch auf eine heilige Stätte. Dann nehmen wir uns den ihn hier, den Viktorian, den Viktor, und schicken ihn hierhin. Hier wird er in Moskau prinzipiell auch noch gekämpft. Von hier unten, er ist nicht völlig verschenkt. Er gibt ja einen leichten Defensivbonus und wir nehmen unseren neuen Gouverneur, den Moksha, und schicken ihn nach Pokrovka, in unsere heilige Stätte und in unsere heilige Stadt zugleich. Und Moksha wird uns damit seiner Eigenschaft Bischof, die Verdoppelung des religiösen Druckes von unserer einzigen Religionsstadt ausbringen, da eine heilige Stadt, wenn ich das richtig im Kopf habe, sowieso einen erhöhten Druck produziert, wäre das hier schon wäre das sehr mächtig, was von hier an religiösem Druck aus losgehen würde. Und den Doppelschützen hier, also wenn es wirklich, den lasse ich dann noch stehen. Wir werden hier vielleicht hier feuern. In 6 Runden muss der auch auf Passyrik schießen. Wer weiß, was die Krummsäbelkämpfer machen. Da setze ich mal eine Runde aus. Mit dem Ritter hier, den können wir nochmal befördern.
denn das Gülselmiges gilt hier für den Armbrustschützen. Und hier ist die Frage, wo schicken wir ihn hin? Wir haben den Belagerungsturm, der lässt sich nicht befördern, der alte gen Osten. Denn wir könnten theoretisch eine Militäreinheit gen Westen schicken, um das hier aufzumischen, um den Siedler hier rüber zu bringen. Wäre denkbar, das könnte vielleicht ein einzelner Armbrustschütze auch erledigen. Andererseits brauchen wir vielleicht jene Einheit, die wir haben, um hier schnell vorzurücken, Bakhtiari zu erobern. Und vielleicht schaffen wir es ja nach der Eroberung von Bakhtiari noch, Hattusha uns zu holen nach der Rebellion, solange sie noch eine freie Stadt ist. Wer weiß, ich weiß es nicht. Vielleicht werden wir uns ärgern, wenn wir auf einen einzelnen Armbrustschützen verzichtet haben, ihn gen Osten zu ziehen. Andererseits haben wir hier schon viele Armbrustschützen, die werden Schwierigkeiten haben, hier durchzulaufen. Andererseits wiederum könnte es sein, dass wir in Pasyrik brauchen. Also ich verzichte mal auf diese Siedleraktion hier in Amsterdam. Nein, wir machen's. Wir nehmen diesen einzelnen Armbrustschützen, der muss uns auch vor der Karavelle verteidigen und schickt ihn Richtung Westen, ein Feld rüber und einmal befördern. Und mit ihm ja, achso, das wurde auch emsig diskutiert bei euch in den Kommentaren, nachdem Salpeter entdeckt worden ist, können wir auf den Standorten, wo wir einen Bezirk bauen wollten, wo aber ein Salpeter-Vorkommen entdeckt worden ist, natürlich keinen Bezirk mehr bauen. Das ist nicht möglich. Das gilt nicht nur für Danzig und das Unterhaltungsgebiet dort, sondern leider auch für den Campus, den wir hier errichten wollten. Das können wir jetzt knicken. Wir haben drei. Der Pikenier hier kann auch befördert werden. Der zieht hier in die Stadt rein und einmal befördern, einmal heilen. Armbrustschütze hier ebenfalls. Auch hier dank Terrakotta-Armee. Das ist die Frage. Lassen wir die beiden hier? Reicht das zur Verteidigung gegen Hattusha? Schicken wir den noch gen Osten? Wir haben kaum Pikeniere im Osten. Ich schicke ihn mal hier hin. Eventuell kann er auch von hier oben gen Hattusha vorrücken, aber wir haben hier sehr wenig Einheiten. Der Handwerker hier sollte natürlich vor dem Musketier flüchten, sonst wird er gekidnappt. Das wollen wir nicht. Wir haben drei Handwerker noch im Spiel. Dieser hier hat vier Aktionen, steht ganz im Süden. Dann haben wir, das ist dieser hier, dann haben wir den hier. Der hat nur noch eine letzte Aktion, die wir jetzt gleich verbrauchen. Nein, hier steht, die Fischressource ist schon angeschlossen. Was können wir noch machen? Wir könnten, also ich wollte ihn ja eigentlich hier hinbringen, nach Amsterdam, um hier zu reparieren oder was auch immer zu machen. Könnten auch rüber und hier das Vorkommen, das Weizenvorkommen uns hier anschließen. Ich ziehe erstmal in die Stadt hier rein. Und dann haben wir noch einen weiteren Handwerker. Das ist dieser hier mit drei Aktionen. Und mit dem ziehen wir dann wirklich nach Osten. Weil hier sehr vieles zu erledigen ist. Und mit ihm, also hier im Westen gibt es kaum Jobs zu erledigen. Auch mit ihm laufen wir erstmal gen Osten. Der Ritter soll bitte ausheilen, aber vorher wird er befördert. Unser großer General Anansinga untersucht hier die Gegend. Kann weit Richtung Osten kommt er. Und dass er so weit vorgedrungen ist, das würde ich gerne nutzen, um noch ein Stückchen weiter zu reiten. Was ist das hier? Hier entsteht ein Weltwunder, der Brutala-Palast. Genghis Khan ist ein fleißiger Wunderbauer. So, eine Runde weiter. Das ist der erste Rundenwechsel in dieser Folge. 19,5 Minuten oder 19 Minuten gezogen, noch keinen Rundenwechsel gehabt, aber es gab wirklich viel zu tun. Wir hatten viele Entscheidungen zu treffen, so langsam war ich diesmal gar nicht. Und wir hatten auch ein paar Kämpfe durchzuführen. Je länger das Spiel dauert, je mehr Militäreinheiten wir unter unserem Kommando haben, an je mehr Schauplätzen wir kämpfen, desto länger werden die einzelnen Runden.
Ich finde das persönlich gar nicht so schlimm, denn ich habe den Eindruck, es passiert ja trotzdem genauso viel. Das Spiel wird immer komplexer, die Karte, unsere Spielwelt immer größer, eigentlich, je länger wir spielen, und ich finde das eigentlich eine schöne Sache. So, jetzt können wir ihn befördern. Eben hatten wir ihn nur abgegradet, jetzt befördern wir ihn. Einmal Feuer frei. Hier kann gefördert werden auf die Karavelle. Mit dem Siedler ziehen wir erstmal nur hier rein und parken ihn dort. Wir haben einen Armbrustschützen, der ihm zu Hilfe eilen sollte. Und dieser Pikenier wiederum eilt gen Osten. Der Belagerungsturm zieht hier hin. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Kommen wir bis hierhin? Kommen wir unten lang? Was machen wir mit dem Handwerker? Eine Aktion hier unten wird er gebraucht für die Reparatur. Ich ahne schon, dass die Karavelle auch hier das zweite Fischvorkommen bald plündern wird. Es ist zwingend notwendig, dass wir den Handwerker stattdessen mit seiner letzten Bauaktion hier auflösen. Braucht Oslo dringend unsere Unterstützung noch nicht. 6 Runden bis zum nächsten Bevölkerungspunkt. Im Augenblick werden alle Bürger gut eingeteilt. Das lassen wir mal. Wir nehmen ihn stattdessen und schauen, dass wir ihn hier runterziehen und dann hier rauf und hier irgendwie reparieren lassen. Durchs offene Wasser schicke ich ihn natürlich nicht. Unser Doppelschütze wird uns angezeigt als jemand, den man befördern könnte, aber wie soll das gehen? Er hat das Maximum bereits erreicht. Mehr Beförderungen sind nicht möglich. Das verstehe, wer will. Im Tooltip steht auch ein Pikenier sei zur Beförderung verfügbar und nicht ein Armbrustschütze. Das ist irgendeine Art von Bug, aber es ist nicht der schlimmste, den ich schon mal kennengelernt habe. Wir wollen die Produktionen weiter wählen in Alexandria, der Leuchtturm war schon abgeschlossen. Ich hatte einen Händler eingestellt. Wir haben einen Leuchtturm verloren. Was ist passiert? War das eine Spionaktion? Der Leuchtturm hier wurde geplündert. Jetzt verstehe ich das. Das ist aber ärgerlich und dadurch können wir den weiteren Händler nicht kaufen. Wie gut das... Ah, daran hatte ich gar nicht gedacht. Ich hatte nur die ganze Zeit Sorgen gehabt, dass die Modernisierung geplündert werden, aber der hat garantiert... Die Karavelle hat außerdem noch den Leuchtturm zerstört. Das ist echt richtig, richtig bitter. Wie gut, dass der Armbrustschütze kommt. Trotzdem ärgere ich mich sehr, sehr darüber, was hier gerade geschehen ist. Aber ich gelobe Rache, diese Karavelle, die wird hier, die wird von uns versenkt werden. Und irgendwann, wer weiß, wenn wir die entsprechende kulturelle Errungenschaft erforscht haben und Schiffswracks sichten und plündern können, dann werden wir vielleicht mit einem Archäologen dorthin zurückkehren. Und werden dort Tiefseetauchen machen. Nein, wir werden dort an der Küste, an dem Küstenstrich, in dieser Kanalküste werden wir tauchen. Und werden aus der Kapitänskajüte das Tagebuch des Piratenkapitäns bergen. Und werden eine letzte Zeile dort einfügen, wenn wir sie an Land gebracht haben. Und die Zeile wird heißen, Rache ist Blutwurst.